2, 3, 4. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zocken! Hat das funktioniert? Sehr geil. Ja, das hat funktioniert. Das war super, als hätten wir das geprobt. Yeah! Was wir wirklich nicht haben. Nee. Wie ihr schon seht, werden wir heute Diablo 3 spielen. Das neue, überarbeitete, super tolle Diablo 3. So sieht's aus, weil seitdem der Patch draußen ist, spielen nämlich alle meine Freunde, also es hat einen Boom gemacht in meiner Friendlist, alle spielen wieder Diablo 3. Ja, und wir auch. Ich leider nicht so viel wie die Jungs, deshalb bin ich erst Level 32 oder sowas. Ich bin also das kleine Mädchen, das ihr hier in der Mitte seht vom Bildschirm. Aber ich habe ja große, starke Jungs dabei, die mich beschützen. Und zwar habe ich heute bei mir natürlich meinen Mann, den Flo. Yeah, Stufe 41, Baba. Also man merkt auch bei mir, ich habe noch nicht viel gespielt. Okay, und ich begrüße den Hira. Hallo, ich spiele einen Level 44er Demon Hunter. Und den Stefan. Hi, ich spiele hier einen Stufe 40 Barbar, so wie der Flo. Yeah, dann ist ja das Team perfekt und ich würde sagen, ja. Wir legen los. Starten wir. Wir starten jetzt einfach mal. Genau, ich drehe mich um. Sonst sehe ich nämlich nichts. Und zwar sind wir in Akt 3 und spielen auf schwer. Die Jungs wollten auch schwer spielen. Ja, okay. Super schwer. Super schwer. Dann geht's mal los. Tada! Aber wir sind nicht am Anfang von Akt 3, ne? Wir sind irgendwo mittendrin, keine Ahnung. Egal. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Wir werden alle sterben. So, ich habe zwar schon 100 Mal gespielt, aber ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Okay, ich auch nicht. Wer ist denn der Typ? Wer ist denn wer jetzt eigentlich? Wohin eigentlich? Oh Gott, das fängt ja schon zu weit. Oh ja, Level 2. Ach, mein Templar. Wir sind schon relativ am Ende, sehe ich gerade. Zitadelle der Bastion. Ja. Okay. Wir müssen den Turm der Verfluchten finden. Whatever. Ich glaube, wenn wir hier durch mein Portal gehen, dann sind wir schon mal gut dabei. Ja. Ja? Ich glaube schon. Okay, dann gehen wir hier durch mein tolles Portal. Okay, irgendwer hackt hier rum. Okay, was passiert hier? Was ist hier los? Hallo? Kann jemand mit mir reden? Ja, ganz viel Blut. Einsammeln. Wir warten auf die Dame. Ja, wo ist sie denn? Ja, ich bin hier drin. Achso, ihr seid schon da unten. Allmächt. Hier, die schweren Jungs da. Ah, jetzt geht's weiter. Geh los hier. Oh, hier oben ist jemand. Hm? Ihr geht mal vor, ihr seid die dicken Brecher. Ich stehe hinten und mach Froststrahl. Und so Zeug. Yeah. Mosch der Erde ist weg. Looten nicht vergessen. Looten, ja. Kernhund looten! Ups. Ganz wichtig, sobald ein oranger Gegenstand kommt, schreien. Das soll was. Okay. Kleiner Tipp vom Fachmann: ja. Wenn ihr am Ende der Karte seid, immer mal kurz eben nochmal Tab aufdrücken, weil dann seht ihr nämlich die Übersichtskarte. Und wenn ihr noch irgendwo ein Legendary vergessen habt, wird das euch nämlich mit einem Kreuz angezeigt. Nein, ist ja super. Ja, die Karte hat dann Gnade mit uns, wenn wir es nicht finden. Hm. Das ist natürlich schön. Oh. Das geht aber schnell hier. Naja, sag ich ja. Du wolltest noch einfacher spielen. Tja. Bitte ja, nicht. Bis jetzt habe ich ja auch immer nur alleine gespielt und ich habe mich nicht getraut, so schwer zu spielen. Weil keine Ahnung. Ihr seid ja auch schon voll ausgestattet und so und ich, keine Ahnung, ich sammle halt das, was ich finde. Also habt ihr schon irgendwie mal was im AHA gekauft oder so? Eher verkauft. Verkauft. Ich finde, das ist es AHA. Gibt kein AHA mehr. Natürlich gibt es ein AHA, nur kein Echtgeld-AHA mehr. Ach so. Ja, ja. Achtung, nee, das komplette AHA wird ab 18. März entfernt. Ach so, okay. Das meiner Meinung nach wird auch komplett der Spielspaß... Ja, ich weiß nicht. Aha war doch ein Quatsch, oder? Ja, irgendwie, ich habe das heute ehrlich gesagt zum ersten Mal benutzt und nur weil ich einen Edelstein gesucht habe halt und zwar, ich finde es auch ganz komisch, das Aha. Also wird mir auch ja gar nicht angezeigt, wer das verkauft und wie viel ist da. Also nicht so, besonders wie man es bei Plänen ist es auch sehr unübersichtlich, weil du kannst nicht mal irgendwas, also einen eigenen Preis angeben, sondern dich einfach drauf verlassen. Ja. Wie begehrt daran seltsam sind. Halt. Also nicht so, wie man es jetzt aus WoW gewohnt ist oder so, Saha. Oh, hier war wohl ein Treasure Goblin? Ja. Oh, oh, ja. Hier oben. Wo kam der denn her? Der ist aus der Menge einfach weggerannt. Ach krass.
Lootet eigentlich da jetzt jeder was oder nur? Ja. Jeder hat seinen eigenen Loot. Ah, okay. Also man schnappt sich nichts weg. Man merkt, ich bin voll der Koop-Noob. Ich habe es bis jetzt echt immer nur alleine gespielt halt. Hier ist ein Pack. Ja, aber jetzt mal eine andere Frage. Warum habt ihr jetzt wieder alle Spiele angefangen? Nur wegen dem Patch, oder? Ja. Weil der hat das schon gut verändert, oder? Ja, also ich habe wieder angefangen, weil ein Kumpel angefangen hat, hat mich wieder draufgebracht und ich war einfach begeistert von dem neuen Loot-System und seitdem tue ich nichts anderes als D3 zu zocken. Ja, ich weiß auch nicht, ich kann gar nicht genau sagen, was sie machen, aber es ist irgendwie jetzt deutlicher alles und größer oder kommt mir das nur so vor, bilde ich mir das nur ein? Also so ja. Das ganze Interface und so ist irgendwie deutlicher, habe ich so das Gefühl. Also die haben am Interface einiges gemacht, aber... Ja. Dass jetzt irgendwas größer ist, weiß ich nicht ganz genau. Also ich habe immer noch den Eindruck, ich würde lieber noch gerne ein bisschen weiter rauszoomen können. Ja, aber das vermisse ich auch noch irgendwie ein bisschen. Nicht viel, aber ein kleines bisschen halt, ne? Ja, das ist so, man hat halt gerne den Überblick, wenn es auch ein bisschen unübersichtlicher wird. Weil reinzoomen kann man ja mit, ich glaube, das ist Z. Mit Z, genau. Warum sind wir gerade so viele? Die sind einfach mitgelaufen. Was? Der Flo hat sich geklont. Ja. Ach so. Wir haben Anschluss gesucht. Okay, ich habe noch nie so ein Trio gespielt, keine Ahnung. Eine sehr interessante Klasse, kann ich nur ins Herz legen. Ist da ein Name? Oh, was ist denn das für ein Vetter? Ach, das mag ich an Diablo. Das habe ich an Diablo 2 schon gemacht, diese Monster. Monstermassen. Ja, Schnetzel! Aber ich habe im November habe ich aufgehört mit dem Spiel, beziehungsweise schon deutlich davor, weil es mir einfach keinen Spaß mehr gemacht hat. Man kennt ja das Prinzip, Carried on a Stick, man hat einen Stock, eine Karotte dran und soll immer der Karotte hinterherlaufen. Bei Diablo 3 war bei Release immer das Gefühl da, dass dieser Stock, an dem die Karotte hängt, 10 Meter lang ist und man überhaupt gar keine Chance hat, dran zu kommen. Das ist ein schöner Vergleich. Also, es war ja auch wirklich so, ich meine, jetzt ist ja, die gelben Items ist ja das neue Blau, ne? Weil früher, ich habe das Diablo 3, wie es rauskam, habe ich gleich durchgespielt. Also, auf der einzigen nicht die normale Schwierigkeitsstufe halt. Und danach war es für mich eigentlich schon gegessen, weil ich habe durchgespielt, habe Diablo gekillt und hatte nicht mal ein Legendary oder was Gescheites Gelbes oder so. Ich war fast... 85% noch mit blauen Items halt. Mhm. Umso mehr rentiert sich jetzt, wenn man mit einem komplett neuen Charakter das erste Mal durchspielt, weil jeder Boss eine 100%ige Loot-Chance hat. Ja, das ist geil. Von Legendary. Ja, und Haufen gelbe Items gibt's halt jetzt, ne? Also ich habe jetzt irgendwie 2-3 Mal gespielt und bin schon fast komplett gelb. Also WTF halt. Das geht ratzig. Was mir im Vergleich zu früher aufgefallen ist, ist, dass man eigentlich jeden Tag spielt. Und wenn man jeden Tag spielt, am Ende des Tages hat man mindestens ein Item, was man verbessert hat. Mhm. Das war früher, war das überhaupt nicht der Fall. Da hat man mal 3 Wochen gespielt und kein einziges Item gefunden, was auch nur annähernd verbessert hat. Ja, oder man hat sich den Spielspaß kaputt gemacht, indem man was im AHA gekauft hat. Mhm. Genau. Das ist scheiße. Oder man wurde frustriert, weil man ins Auktionshaus geguckt hat, gesehen hat, welche geilen Sachen es dort gibt, aber man kann sie sich einfach nicht leisten, weil man kein Realgeld investieren will oder weil die Preise einfach unfassbar hoch gewesen sind wegen den ganzen Bot-Usern. Naja, klar. Das war so ein Quatsch, dieses Echtgeld. Aber sie hatten ja von Anfang auch gesagt, dass sie es nur mal testweise probieren wollen, halt, ne? Wie das sich so macht. Ja, in dem Fall kann man jetzt wohl schon sagen, dass es ein Griff ins Klo war. Ja. Sie haben sich damit auch einige Sympathien verspielt, weil der ein oder andere sich gedacht hat, die wollen einfach damit nur Geld verdienen. Die wollen nicht über monatliche Gebühren ihr Geld einnehmen, sondern halt einfach über die Auktionshauskosten. Und der nächste positive Aspekt ist, nachdem das AHA entfernt wird, man spielt einfach wieder viel mehr zusammen, weil die ganzen Gegenstände sind ja jetzt nur noch innerhalb der Gruppe handelbar. Also zumindest orangene Gegenstände. Geil. Und auch grüne natürlich. Oh, das ist so geil halt.
Monstermassen und dann einfach mit dem Wirbelwind hier. Schnetzle. Hirn aus. Ja. Aus an. Nochmal kurz eben gucken, ob wir keine Legendaries auf der Karte vergessen. Nein. Was sollten wir drücken? Alt? Tab. 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 Nee, aber ich bin schon fast zu blöd, voll mit Zeug. Ja, ich glaube, wir müssen bald wieder verkaufen. Ah, nee, ich habe noch Platz. Was kauft ihr dann eure gelben und blauen Gegenstände, die ihr nicht braucht, oder ja, macht ihr sie kaputt? Halbe, halbe. Also, ja, halbe, halbe. Halbe, halbe. Ja, wenn ich sehe, dass ich genug Zeug in meinem Inventar habe, dann, dann mache ich sie nicht kaputt, ne? Dann verkaufe ich sie. Wir haben außerdem das Eis verändert. Das ist jetzt richtig übel. Auch auf wenn man Qual 1, 2, 3 spielt, tut das richtig weh. Das war eigentlich eine der größten spieltechnischen Veränderungen, die mir aufgefallen sind. Okay. Ja, vor allem, wenn sie dann anfangen, ihre ganzen Fähigkeiten auch noch zu kombinieren, wie zum Beispiel Blocker, dann kommt das Eis, dann kommen noch andere nervige AOE-Effekte und was weiß ich. Das hat sie nicht verändert zu Diablo 2. Treasure Goblin? Angriff! Yeah. Angriff! Der kommt uns nicht aus. Ah, das ist außerdem der Edelstein-Goblin gewesen. Es gibt ja vier verschiedene Arten Goblin. Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Das wusste ich auch nicht. Huch, ach du das darum. Ist mir auch neu. Schön. Also ich muss auch looten. Ja, landen die aus. Also ja, es gibt, ich weiß nicht alle Klassen auswendig, also sie haben auch spezielle Namen. Man kann also schon vorher sehen. Da wird alles. Oh, da kommt einer. Auch also es gibt Unterschiede, oder die haben unterschiedliche Namen. Der eine droppt vorrangig Items. Okay. Einen, der droppt vorrangig Gold. Einen, der, den wir eben gerade hatten, der vorrangig Edelsteine droppt. Oh, ich habe einen Legendary. Was? Alle stehen und liegen lassen, sofort identifizieren. sofort Zeit sofort ist sofort ein legendäres Schwert habe ich gefunden. Super. Das ist und die oberste Starten? Regel. Was? Upgrade? Wie Upgrade? Kannst du es benutzen? Das ist ein Upgrade für dich. Nee. Warum nicht? Nur weil es so schwer ist? Ich kann es nicht benutzen, weil es nicht identifiziert ist. Ja, einfach rechte Maustaste drauf machen. Ja. Ach so, ich dachte, es geht nur an dem Ding. Ach nein. Was? Nein. Ach geil, es geht jetzt mal. Ah. Wer hat uns denn jetzt verlassen? Toll. Ich bin in der Stadt. Ach so. Legendäres Schwert, Einhand, Arkanschaden, Intelligenz, blablabla. Super Sache für junge Leute. Verbessert es dich wo an Schaden, Zähigkeit oder Heilung? Ja, plus 71,6 Schaden, plus 58,6 Heilung, bla bla bla. Wow. Sofort nehmen. Na klar. Genau das ist der Punkt, das ist der Punkt, warum dieses Spiel jetzt wieder richtig Spaß macht. Mhm. Ja. Weil jetzt droppen erstens Legendary, zweitens Sachen, die auch wirklich eine Verbesserung sind. Ja, und vor allem halt, es droppen mehr Sachen für die eigene Klasse halt, ne? Also eigentlich vorher sind da irgendwelche, ja. Das ist das intelligente Loot-System, was sie gesagt haben. Crap-Sachen gedroppt halt. Ja, wenn mal was gedroppt ist, dann kam auch noch Scheiße halt. Kommt hier kurz her, hier ist ein Schrein. Ja, hab damit gekriegt, passt. Ja, und somit wird halt eben auch Diablo generell weniger Wirtschaftssimulation, mehr ins Gesicht hauen. Ja, richtig. Noch mehr ins Gesicht hauen. Im Zweier war es damals schon eher Wirtschaftssimulation, im Dreier war es Quatsch und jetzt ist es endlich das, was es eigentlich sein soll. Der Schnetzel. Genau. Ah, Eis. Fuck. Also eigentlich könnte man ja sogar den Schwierigkeitsgrad noch um eine Stufe erhöhen. Fast ja. Könnte man es eigentlich. Es hat nämlich machen. Den Vorteil. Aber müssen wir dann nochmal anfangen oder was? Nee. Naja. Oder? Nee. Wenn wir zum nächsten Speicherpunkt kommen, könnten wir theoretisch nochmal raus, Schwierigkeitsgrad erhöhen und nochmal rein. Ich würde aber einfach empfehlen, dass wir jetzt noch die Spinne da machen, fertig, den Boss. Genau. Und dann, beziehungsweise Asmodan kommt der gleich danach und dann. Ja. Genau. Mal vielleicht ab 8, ab, yeah. ab Stufe 4 dann. Mann, du, da levelt mal. Ratzi-fatzi levelt mal da. Und echt besonders toll. Jetzt bei uns, wir sind eigentlich schon zu schnell dafür, wie wir hier alles wegstehen. Ich stehe voll im Feuer.
umso höher der Schwierigkeitsgrad.